Hallo, herzlich willkommen bei Make-up Coach, die Beauty 2019 in Düsseldorf. Ich habe zusammen mit Luisa ein paar Impressionen für euch eingefangen, aber hier erstmal das grobe Fazit. Ja, es war schillernd im Accessoire-Bereich. Diese Teile hier, oh, ich habe das bei Zurück in die Zukunft, habe ich mich in dieses Material verliebt. Und jetzt musste ich einfach zuschlagen. Also Kappen stehen mir gar nicht so besonders. Aber die musste jetzt sein, weil die so herrlich, herrlich schillert. Und dazu natürlich auch noch so ein Kinderrucksack. In rosa schillernd. Ach, das jetzt mal nur so am Rande. Also accessoire-mäßig. Es glitzerte und schillerte. Und wie ihr euch denken könnt, Pailletten ohne Ende. Und ein paar Handtaschenfotos, die gibt es am Ende des Films. Da sind viele Frauen drauf gespannt. Auch natürlich alles mit Pailletten, auch diese Wendepailletten. Und sehr, sehr schöne handbemalte Taschen für den einen oder anderen, der sagt, ah, ich habe noch so viel Farbreste, das probiere ich einfach mal selber. Schaut mal, wie das gemacht ist. Ist vielleicht gar nicht so schwierig, weil die kosteten da im Einkauf schon 220 Euro, was ja schon ein bisschen mehr ist. Jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich meine Haare wieder schön wuschel. Deswegen trage ich keine Kappen, aber die muss hier eben sein. Also die Beauty. Ich finde, dass die Beauty von Jahr zu Jahr nachlässt. Also das Ganze ringsherum, es wird abgespeckt an allen Ecken und Kanten und viele Aussteller waren auch einfach nicht da. Also da, wo wir dieses Jahr gezielt hingehen wollten, um verschiedene Dinge einzukaufen, waren einfach nicht da. Warum? Keine Ahnung. Das ganze Konzept der Messe ist irgendwie anders. Die Accessoires sind ausgelagert, da muss man jetzt woanders hin, sonst ist man durchgelaufen. Also sehr, sehr merkwürdig und sie war auch mindestens 30% leerer, jedenfalls am Freitag, am ersten Tag. Was auffällig war, waren ganz viele Kleingeräte. Zeige ich euch auch, habe ich Fotos gemacht. Mit den Filmen ist es ein bisschen schwierig, weil das aus rechtlichen Gründen nicht gerne gesehen wird. Ne? Das ist jetzt im Moment in aller Munde. Ich habe ein paar kleine Filme gemacht, da wo auch unsere Pflegeprodukte herkommen. Da ist man natürlich froh, dass ich ein bisschen darüber berichte. Auch zwei, drei sehr, sehr schöne Dinge. Und Fotos hat mir zum Beispiel ein Händler von so ganz hübschen Handtaschen. Die fand ich total schön. Ein paar Fotos gemacht. Was wollen Sie damit machen? Habe ich ihm erklärt. Nein, wollte er nicht. Musste ich unbedingt löschen. Okay, wenn er keine Publicity möchte oder dass man sagt, hier guck mal auf der Homepage, sind einfach schöne Taschen, dann eben nicht. Also Beauty abgespeckt, alle möglichen Kleingeräte, vor allen Dingen Injektionen oder auch ohne Nadel Hyaluron in die Haut zu bringen, ist jetzt nicht so mein Thema, weil ich versuche, die natürliche Schönheit rüberzubringen und ich käme jetzt bei mir nicht auf die Idee, irgendwo was reinspritzen zu wollen. Das darf jeder gerne so machen, wie er möchte. Da darf auch jeder seine eigene Meinung haben. Für mich kommt das nicht in Frage. Deswegen berichte ich da jetzt auch nicht drüber, weil das können bestimmt diejenigen, die dafür das ausloben, mit Sicherheit besser machen. Was soll ich darüber jetzt erzählen, wenn ich sage, ich bin dagegen, ich möchte das nicht haben. Needling. Ganz, ganz großes Thema und was mich sehr erstaunt hat, immer noch das Permanent-Make-up. Das wurde sehr, sehr stark gezeigt und angeboten. Also da hätte ich ja Angst, weil diejenige, die das macht, meistens sind es Frauen, die das gezeigt haben. Es gibt bestimmt auch Männer, die das sehr, sehr gut können, aber meistens sind es Frauen. Also die könnte doch mal einen schlechten Tag haben und dann sitzt meine Augenbraue nicht so, wie ich das wollte. Oder die macht mal, die kriegt einen Schluck auf und rutscht dann ein bisschen. Natürlich sagt jetzt jeder, die sowas macht, nee, das kann gar nicht passieren. Ich schminke mich lieber jeden Tag neu und wenn es da mal nicht so gut geglückt ist, dann mache ich das ab. Auch nur meine Meinung. Also das war so das Grobe, was man sagen konnte. Permanent Make-up, jede Menge. Needling, sehr, sehr viel. Und diese kleinen Pens, davon jetzt ein paar Fotos. Manche sehen aus wie kleine Folterwerkzeuge. Danach erzähle ich natürlich dann wieder weiter. Apparatekosmetik ist ein großes Thema. Was aber auch immer mehr kommt, das sind so die kleinen Geräte für zu Hause, die man zu Hause selber anwenden kann. Und auch da gibt es reichhaltige Angebote zu und wir werden jetzt einfach mal auf Entdeckungsreise gehen.
Das sieht teilweise schon recht gruselig aus, oder? Okay, wie gesagt, wer es haben möchte, gibt es alles. Lasst euch das machen, lasst euch beraten da, wo man sagt, ne, ich bin Spezialist dafür. Für mich kommt das nicht in Frage, weil ich versuche so, alles was von außen zu manipulieren ist, das gerne zu unterstützen, aber irgendwas in die Haut hinein injizieren, nein, also eine Injektion verpassen, nein. Solche und ähnliche Geräte mit Ultraschall sind nach wie vor auf dem Markt, weil das ist mit wissenschaftlichen Studien bewiesen, dass man damit mit Ultraschall Wirkstoffe in die Haut einschleusen kann. Das ist für mich in Ordnung, das ist kosmetisch. Alles andere geht für mich schon so aus der Kosmetik ein Stück raus. Also sowas, ne? Ja. Und dann habe ich auch wieder etwas gefunden, was ich schon mal vor Jahren im Programm hatte. Ihr guckt kurz rein. Ich werde oft gefragt, Michaela, was kann man machen, wenn man so Lippenfältchen hat? Und ich habe die letzten Jahre ein Gerät weiterempfohlen, von dem ich immer überzeugt war, was aber zwischendurch kleine technische Störungen hatte. Aber die sind jetzt alle überwunden. Es gibt dieses Gerät, es hieß früher Lipbrator. Heißt jetzt Beauty Lip und jetzt haben wir das wieder im Sortiment, weil es ist ein echt tolles Teil. Werde ich nochmal einen extra Film zu machen, was man da alles mit machen kann und wie man das macht. Und das hilft dann, die Lippenfältchen um den Mund herum zu entspannen. Der Lippenvibrator, jetzt mit einem neuen Motor, ihr habt es vielleicht im anderen Video schon gesehen, das ist eine schöne Geschichte. Der ein oder andere sagt, er ist mir auch schon alles zu viel. Ja, mag sein. Ich versuche ja nur für alle die kleinen Problemlösungen zu finden. Und ihr glaubt nicht, wie viel Nachfrage ich bekomme. Michaela, was kann ich gegen die kleinen Plissee-Lippenfältchen machen? Und da ist dieser, früher hieß er Lipbrator oder Lipbrator, der Beauty Lip, einfach super toll. Guckt euch das in einem anderen Film an. Ich war froh, dass ich das jetzt wieder gefunden habe, weil dieses Teil macht einen viel, viel besseren Eindruck als das, was mit Batterie zu laden war, weil jetzt lädt man das mit USB auf. So, das hat für mich Daumen hoch und das habe ich auch jetzt wieder im Shop drin. So, jetzt haben wir die kleinen Geräte. Große Geräte waren auch da, aber so die ganz großen Firmen, die habe ich vermisst, so die so richtig Wahnsinnsapparate hatten. Aber ihr guckt euch mal zwei Teile an. Eins habe ich zu Hause, erkläre ich gleich welches, werde ich auch noch mal testen über ein paar Wochen und euch das zeigen und berichten. Und das andere ist, um schlanker zu werden. Erstmal einen kleinen Film, was auch funktioniert, um schlanker zu werden. Also sagt die Industrie der kosmetischen Geräte, die das kann. Aber etwas, was ihr guckt euch erstmal an, was man machen kann. Fettreduzierung am Bauch, das geht. Ja, viele Apparate versprechen auf der Beauty durch alle möglichen Wellen, Radiowellen oder auch durch Kälte Fettzellen zu zerstören und damit dann schlanker zu werden. Ob es hilft, ich weiß es nicht. Gezielter Essen und Bewegung bringt bestimmt mehr, aber die Kosmetik hat da natürlich sehr, sehr viele Lösungen bereit. Dieses Teil, was ich euch jetzt zeige, sieht auch so ein bisschen gruselig aus, aber das funktioniert auf reiner Lichttechnologie. Und diese Maske habe ich zu Hause. Schaut euch mal den kleinen Film dazu an und danach erkläre ich euch noch etwas dazu. Das sieht jetzt so ein bisschen gruselig aus. Das ist eine LED-Maske mit unterschiedlichen Lichtfrequenzen, die unterschiedliche Dinge in der Haut dann bewirken werden. Und diese Maske habe ich gekauft und werde dann demnächst für euch testen. So, jetzt habe ich mal eine Fachfrau gesucht und sie wird uns jetzt freundlicherweise erklären, was macht denn dieses Licht jetzt mit dem Gesicht? Warum sind solche Behandlungen mit dieser gespenstisch aussehenden Maske gut für die Haut? Wir arbeiten hier mit drei verschiedenen Lichtspektren. Mit dem blauen Licht, dem antiseptischen Licht, was die Haut dazu anregt, von selbst wieder Hautunreinheiten auszuarbeiten. Dann haben wir das Infrarotlicht, was den Stoffwechsel und die Durchblutung fördert.
und anschließend noch das kollagenfördernde Licht, was die Haut dazu anregt, mehr Elastin zu produzieren. Da können wir super was gegen Falten tun. Heißt, die Haut arbeitet ohne fremde Einwirkung von Kosmetik oder Spritzen oder jeglichem von ganz alleine, angeregt durch die verschiedenen Farben. Wie oft soll man das machen? Zweimal die Woche, 30 Minuten. Man kann das aber auch sehr schön einfach in eine Kosmetikbehandlung 10 Minuten immer mit einbinden, weil dieses Licht sofort auf der Haut mitwirkt. Ist es denn ratsam, vorher dann schon Pflegeprodukte aufzutragen oder wird das aufs ganz normal gereinigte, trockene Gesicht gelegt? Letzteres. Eher auf die gereinigte Haut, weil sonst die Möglichkeit besteht, dass allergische Reaktionen stattfinden, weil es sonst zu viel für die Haut sein könnte. Aber wenn ich das mir jetzt so vorstelle, ist es dann, wenn man diese Behandlung mit dem Licht gemacht hat, dann ratsam, direkt das Pflegeprodukt aufzutragen, weil es dann vielleicht besser von der Haut noch aufgenommen wird? Oder macht das wenig Unterschied? Nein, das macht eine Menge Unterschied. Die Poren sind geöffnet und können dann die pflegenden Stoffe noch besser aufnehmen. Ja, super. Haben Sie vielen Dank. Oh, sieht schon gespenstisch aus, ne? Also ich bin gespannt. Ich habe sie. Ich werde sie testen. Die LED-Maske. Ich darf gar nicht sagen, dass ich sie schon seit über einem halben Jahr besitze, aber ich habe irgendwie noch nicht so den Anfang gefunden, es zu benutzen. Aber das werde ich jetzt demnächst machen, auch nochmal einen separaten Film drüber drehen. Was hat das für Wirkungen auf die Haut? Weil diese Masken sind sehr teuer. Das sind normalerweise Anwendungen, die man in Wellmex-Studios machen lassen kann. Und ehe ihr viel Geld dafür ausgibt, probiere ich erstmal. Funktioniert das nicht oder ist es einfach nur so ein Wohlfühlmoment, weil man muss sich ja eine halbe Stunde Zeit nehmen, um da einen Effekt zu erzielen, das zweimal die Woche. Also das werden wir separat mal austesten, ob diese Lichtmaske etwas an der Haut verbessert. So. Aber die andere Sache, die mir auch wunderbar erklärt wurde oder auch euch erklärt wurde, das ist diese Hose, die so aussieht wie eine Skihose. Schaut mal rein und danach erzähle ich es euch nochmal. Jetzt bin ich noch an dieser Skihose hier hängen geblieben. Was hat es denn mit dieser, was so aussieht wie eine Skihose, auf sich? Das ist eine lymphaktivierende Druckwellenmassage, die der Lymphe wieder hilft, besser zu fließen. Parallel dazu haben wir vier Programme. Einmal den gezielten Fettabbau im Bauch, Beine, Po Bereich, dann einmal eine Sportmassage, kann die Kundin nach dem Sport direkt nutzen, damit sie keinen Muskelkater hat. Dann haben wir noch das Programm bei Wassereinlagerungen. Da leiden sehr viele Frauen darunter. Und eben auch zur Hautbildverfeinerung eine tolle Sache gegen Zellulite. In den drei Programmen Fettabbau, Zellulite und Wassereinlagerung ist die Lymphaktivierung jeweils immer mit dabei. Wie oft muss man das machen? Zweimal die Woche. Wie so eine Kuranwendung oder permanent? Je nachdem, welches Ziel man verfolgt. Das kommt immer ganz darauf an. Also ich sage immer, dass die Kundinnen 3 Monate brauchen und werden wirklich merklich den Fettabbau spüren. Die Hose sitzt auf einmal im Hüftbereich, Po-Bereich etwas lockerer. Man kann damit wirklich tolle Ziele erreichen, egal welchen dieser Bereiche man nun bekämpft. Ist das auch für, ich sage jetzt schon mal, Patienten mit Lymphödem geeignet? Zu diesem Thema würde ich mich eher nicht äußern, weil wir eben hier im kosmetischen und nicht im medizinischen Bereich sind. Okay, so jetzt filmen wir aber auch noch, wo kann man sich diese Behandlung machen lassen? In Wellmex Studios, das heißt, das ist in Anbindung meistens an Sunpoint Studios. Oder gibt es das auch einzeln oder immer nur in... Es gibt Studios, die das auch einzeln machen. Wir haben zum Beispiel ein Spa in Hürth, da kann man das einzeln machen. Aber es ist für jeden Kunden sehr einfach. Sunpoint Studios führen die mittlerweile fast ab. Gibt es Sunpoint überall in Deutschland? 300 Filialen deutschlandweit. Und jedes Sunpoint hat auch diese, sagen wir jetzt mal, kleinen Geräte? Zu 99% führen die meisten Studios diese kleinen Geräte. Das heißt, wer da Interesse hat mit dieser Druckwellenmassage, man kann sich das wahrscheinlich so vorstellen, das ist so, ja, als wenn man eine Kuh melkt, oder? Abgeschwächt, ja, oder? Also so eine, so eine Wellenbewegung. Ein süßer Ausdruck, aber da wäre der Druck schon zu hoch, weil bei einer Kuh müssen wir richtig drücken. Und hier wollen wir ja im Gewebe arbeiten, da arbeiten wir mit leichtem Druck. Man kann es mit dieser Skihose schon eher oder mit so einem Mondanzug etwas Aber da drin findet irgendwie so ein bisschen Bewegung statt, oder? Richtig, es sind 12 verschiedene Druckkammern, die dann eben gezielt auf die Wünsche der Kundin und auf das Volumen der Kundin dann eingehen, um zum gewünschten... Volumen, hat sie gesagt. Ich glaube, damit meinte sie Gewicht. Das wollte ich doch nicht. Sehr schön, haben Sie auch jetzt dafür. Vielen Dank.
Also ihr habt sie gesehen, das sieht ein bisschen unspektakulär aus, einfach so wie eine Skihose. Meine Mutter hat seit Kind eine starke Verbrennung am Fuß und dadurch ist alles in den Beinen so gestaut. Und sie hatte früher, dadurch, dass sie auch einen stehenden Beruf hatte, immer dicke Beine. Und sie hat von der Krankenkasse eine solche Hose bekommen, weil ja, da gab es noch nicht diese manuelle Lymphdrainage. Und dann hat sie dann so alle 2 Tage oder alle 3 Tage hat sich in diese Hose einpacken lassen. Wir haben schön Reißverschluss zugemacht und dann gab das diese Saugwellenmassage, die die Lymphe abtransportiert hat und die Beine waren dann nicht so geschwollen. Also das ist etwas, womit schon ganz lange gearbeitet wird und ich werde es für euch austesten. Wie gesagt, ich weiß noch nicht wann, wie ich es jetzt im Sommer eingebaut bekomme. Ich werde 2-mal in der Woche in diese Hose hineinsteigen. Wir werden messen. Jetzt habe ich am Oberschenkel nicht viel zu verlieren, aber umso mehr am Bauch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch die geht, aber wir schauen mal, ob da tatsächlich was zu machen ist. Die nette Frau, die euch gerade erklärt hat, wie das funktioniert, die hat mir erzählt, sie machen seit 3,5 Jahren bei einer Frau 2-mal in der Woche diese Behandlung und die hat von Kleidergröße 46 auf Kleidergröße 38. Sie wird natürlich unterstützend auch dementsprechend gelebt haben, schätze ich mal. Aber damit kann man wunderbar die Haut stimulieren und das ist jetzt nicht so was ganz Künstliches, sondern ne, es wird einfach durch diese Wellenbewegung die Lymphe aktiviert und alles aktiviert, sich neu zu bilden. Also es ist super gut für die Haut und für Entstauung. Und überhaupt. Also das sind so Sachen, da stehe ich voll dahinter und deshalb wollte ich euch das zeigen. Accessoires zeige ich euch jetzt und ich verabschiede mich jetzt schon mal auf diesem Weg. Natürlich werde ich auch nächstes Jahr wieder auf die Beauty gehen. Aber wie gesagt, es macht nicht mehr ganz so viel Spaß, weil es kommt jetzt nicht so das richtig innovativ Neue. Und diese ganzen Geräte, die abzielen, dass man hier und da was reinspritzen lassen soll und dieses super künstliche, das ist eben nicht so mein Geschmack. Aber naja, okay. Highlight war wieder Zartgefühl, das zeige ich euch jetzt zuerst. Und dann die Taschen, die teilweise angemalt sind. In diesem Sinne, das war der Überblick Beauty 2019 in Düsseldorf. Schön war's trotzdem. Jetzt dranbleiben, gucken, Zartgefühl und dann die Handtaschen. Die Firma Zartgefühl ist schon sehr, sehr viele Jahre auf dem Markt. Wir filmen jedes Jahr, weil ich finde die Produkte so erstklassig, weil da ist kein Wasser drin. Weil die meisten kosmetischen Produkte, wenn man sich die anguckt in der Inhaltsstoffliste, steht als allererstes Wasser. Und das macht Zartgefühl nicht. Hier sind die neuen Körperseren. Also hochwertige Körperöle, die in die Haut eingearbeitet werden. Am besten noch mit einer schönen Massage, die man sich dann machen lässt. Gönnt euch das mal, guckt mal rein auf der Homepage von Zartgefühl. Wirklich super, super schöne Produkte. Für die Füße gibt es eine ganze Halle. Und auch in diesem Jahr gibt es einen wunderbaren, tollen neuen Schaum für die Füße. Und den habe ich jetzt gerade für euch bestellt. In Mangoduft, herrlich frisch, riecht richtig, richtig gut. Ihr könnt euch freuen. Boah, das sind natürlich Mädchenträume. Das funkelt und glitzert. Ich hoffe, das kann man sehen. Also diesen Stand sah man schon von Weitem. Oh, und hier werden wir jetzt mal Mädchen sein, oder? Ja. Definitiv, ne? Ja. Welchen nimmst du denn, Luisa? Weil das muss ich noch fragen. Am besten alle. Nein. Da müssen wir uns jetzt schon entscheiden. Aber guckt euch das an. Schön, oder? Wow.
Highlighting immer wieder Thema. Hier ein Workshop von einem Londoner Maskenbildner, der jetzt ganz genau erklärt, wie er das Make-up aufbaut. So that's why I really like the fluids, because as Leanne moves, there's no texture on the surface of her skin, but it's giving you this really nice gloss finish.